Und damit herzlich willkommen beim verplantesten Podcast dieser Folge oder wie auch immer bei mir im Titel steht, es ist Podcast, meine Kerle. Hallo Hauke, hallo Jean. Hallo Micha, hallo Jean. Hallo Micha, hallo Hauke. Ja, da sind wir wieder. Sogar mit Zuschauern. Hallo Zuschauer. Das stimmt. Erwartet heute nicht zu viel. Wir haben heute so ein tolles Konzept. Oder obwohl, doch, wir haben jetzt ein kleines Konzept, was wir heute machen wollen. Worum geht's denn? Jemand von uns hat was vorbereitet. Aha, ja, also ich weiß nicht, wer das war, aber ja, kann sein. Ja, jedenfalls, ich bin gerade dabei, das Video für morgen nochmal vorzubereiten. Manchmal nehme ich das schon früher auf, also meistens ist bei mir Aufnahmetag immer am Dienstag. Aber ja, das habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen, sage ich mal. Und dann ist mir die Idee gekommen, okay, gut, die Videoidee, die hatte ich schon länger, schon seit ein paar Wochen. Und zwar generell geht es heute um Linux-Programmalternativen vorgestellt. Also das heißt, dass man kennt eventuell sehr bekannte Software auf der Windows-Seite. Was für Alternativen gibt es dazu? Und vielleicht auch nochmal, können wir auch nochmal so ein bisschen als Add-on machen, welche Open-Source-Software eventuell kann man davon am meisten empfehlen? Genau. Und das ist mir mal so eingefallen. Ich habe mir schon mal eine kleine Liste gemacht, was ich denn da schon so vorstellen würde im Video. Aber wer weiß, vielleicht entdecken wir heute noch ein paar Alternativen. Und das möchte ich mit euch einfach mal heute ein bisschen besprechen und mal schauen, was ihr überhaupt so nutzt an diesem ganzen Software-Stack oder ob ihr sagt, ja, das kann weg. Was da teilweise so eure Workflows vielleicht noch manchmal sind, wenn es gut reinpasst. Ne? Und natürlich sind wir auch auf eure Meinung gespannt, was ihr davon nutzt und was ihr vielleicht auch nochmal zusätzlich empfehlen könnt, was wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, und ich würde mal sagen, wir können ja direkt mal anfangen, oder? Ja, du hast ja eine Liste rumgeschickt. Ja. Dann das Schöne gehen wir ist, doch von oben, von oben nach unten mal durch, oder? Gerne. Ne? Also am Anfang haben wir tatsächlich einen sehr, 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 sehr einfachen Punkt. Der ist ganz, ganz schnell abgearbeitet. Und zwar, was direkt so funktioniert, ne? Was wir uns vielleicht gar nicht mal so am Anfang ins Gewissen rufen, sozusagen, was eigentlich schon auf Linux so generell erstmal so läuft und eigentlich anerkannter Software-Standard ist, würde ich mal sagen. Unter anderem. Ne? Einmal Spotify, wenn man es braucht, VLC Media Player, Minecraft Java, die Java-Edition, USB-Stick-Formatierer und so weiter und noch natürlich noch viele, viele weitere Programme, möchte ich aber gar nicht zu sehr dann in diese einzelnen Details gehen. Was mir beispielsweise noch einfallen würde, wäre Blender, ne, was auch eigentlich mittlerweile Industriestandard fast geworden ist und natürlich auch unter Linux ohne Probleme läuft. Und wir haben natürlich noch viele, viele weitere Programme, die wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen abarbeiten wollen. Würdet ihr sagen, ich habe ein Classic vergessen, bis auf die Webbrowser? Also auf die Schnelle nicht. Also vielleicht könnte man hier noch Steam mit reinnehmen, aber... Absolut. Voll. Ja, würd ich mit reinnehmen. Ja. Aber ansonsten, ich denke, uns fallen noch ein paar Sachen ein. Ne? So, und da würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zum ersten Vertreter, den ich tatsächlich jetzt, wo ich erst selber letztens umgestiegen bin, das ist Obsidian. Obsidian ist so zum Notizen machen, Wissensdatenbank anlegen und sowas in die Richtung. Mal in die Runde gefragt, wer von euch nutzt das? Also erstmal auch an die Zuschauer, wer von euch nutzt das? Und nutzt ihr das, Hauke und Micha? Oder irgendwas anderes zum Notizen machen? Oder wie macht ihr das? Also ich benutze es nicht. Ich nehme lieber, also es kommt darauf an, worum es sich handelt. Wenn es einfach irgendwelche Notizen sind, nehme ich reine Textdateien. Oder ich habe auch so gelbe Klebezettel, wo ich dann schnell nebenbei, vielleicht wenn ich telefoniere, mir so einen digitalen gelben Klebezettel mache, um das dann hinterher zu übernehmen. Dann ist es, also selbst wenn der Strom ausfallen sollte, was in letzter Zeit hier sogar ein paar Mal passiert ist, dann ist es hoffentlich in dem gelben Zettel noch auf der SSD gespeichert, sodass ich es hinterher wieder hochholen kann. Genau, also das sind so meine zwei Sachen, reine Textdateien oder ja, genau, temporär Klebezettel. Da bin ich ähnlich. Also ich habe hier immer noch so einen Stapel Notizblöcke. Wir sind ja in Zeiten von visuellen Medien auch angekommen.
Notizbücher und Blöcke habe ich einige hier. Direkt am Schreibtisch für analoge Arbeiten und alles, was ich digital habe, das wisst ihr beide, glaube ich, schon, da nutze ich Bookstack. Das ist eigentlich so ein, ja, eigentlich doch so ein Notizbuch. Das kann man halt in Regale aufteilen, logisch gesehen, und dann einzelne Bücher anfertigen. Das hat sich bei mir so etabliert. Bookstack? Also ich habe Bookstack noch nie gehört. Also vielleicht haben wir darüber schon mal geredet, aber für mich ist es jetzt neu. Ich habe das jetzt mal kurz geöffnet. Das erinnert mich so ein bisschen von dieser inhaltlichen Aufteilung wie jetzt so ein Microsoft Notes, OneNote oder sowas. Das hat ja auch so ähnliches Inhaltsfeature, sage ich mal, ne? Also ich glaube, die Funktionalität ist eher auf Text begrenzt bei Bookstack wahrscheinlich, aber jetzt so diese Aufmachung, dass du verschiedene Bücher hast, verschiedene Kapitel in Anführungszeichen, vielleicht verschiedene Unterkapitel, das sieht eher danach aus. Oder siehst du das anders? Nee, sehe ich genauso. Also Funktionsumfang, ich brauche eigentlich nur Text und Codeblöcke und der Rest ist mir relativ egal und das funktioniert eigentlich ganz gut. Sehr cool. Also ich muss sagen, ich habe auch verschiedene Sachen. Zum einen, Micha, du hast es ja einmal schon in die Kamera gezeigt, ich habe hier tatsächlich auch zwei verschiedene Blöcke. Einmal von einer bekannten Linux-Firma, einmal von einer unbekannten Software-Firma. Da habe ich mal Praktikum gemacht nebenbei. Das ist von 2017, dieser Blog. Und der ist tatsächlich immer noch gewisserweise gefüllt. Also so häufig nutze ich das nicht. Aber ich sage mal, einmal in zwei Wochen schreibe ich mir was analog auf oder male mir irgendwas auf. Also das habe ich auch ganz häufig irgendwie beim Programmieren genommen. Vor allem, wenn ich was für die Uni dann gemacht habe oder für meinen Zugsimulator damals, wo ich dann so mathematische Sachen rechnen musste, habe ich das immer dann auf Stift und Papier gemacht. Aber ansonsten nutze ich tatsächlich aktuell, wie schon anfangs erwähnt, einmal Obsidian und tatsächlich zusätzlich noch Nextcloud Notes auf dem Handy, wenn ich mir was eintragen möchte oder eben nochmal auf dem Webinterface. Wobei das Webinterface mittlerweile eigentlich fast ausgedient hat, weil ich eigentlich dann Obsidian nutze. Und diese Obsidian Vault, die synchronisiere ich halt mit dem Ort, wo die Notizen in Nextcloud gespeichert sind. Das heißt, wenn ich in Obsidian was am PC ändere, synchronisiert es meine Nextcloud auf Nextcloud Notes, auch auf dem Handy und dann kann ich da auch weiterarbeiten. Das ist eigentlich, ich sag mal erstmal okay, ja? Kannst du das selber hosten, das Obsidian? Oder ist das so eine Geschichte, wir kümmern uns um deine Daten? Ja, also zweiteres tatsächlich, aber du kannst auch ein lokales Verzeichnis erstellen. Und dann wird nirgendwo irgendwas hingesendet, sondern der macht das halt nur lokal. Und die Synchronisierung übernimmt meine Nextcloud, beziehungsweise der Nextcloud-Synchronisations-Client. Ne? Dadurch geht das. Kannst du einfach über die Dateien-Synchronisierung dann. Das ist nicht so super. Also, es funktioniert wunderbar, aber natürlich in der Einrichtung ein bisschen hakeliger, sage ich mal. Aber ansonsten bin ich mit dem Obsidian eigentlich so selber komplett zufrieden. Ein, zwei Sachen stören mich. Ich kann es nicht so richtig schnell öffnen. Ich bin so, dass, also ich brauche die Dinger immer eigentlich. Und ja, das Öffnen, sage ich mal, ist für mich ein Klick zu viel, sage ich mal. Ich habe in der Regel eine Tastenkombi und dann soll das da sein. Und das ist es noch nicht. Da muss ich mir vielleicht noch was programmieren. Aber ansonsten, so von der Formatierung her, ist es am Ende ganz einfache Markdown-Formatierung, ist man eigentlich schon ziemlich zufrieden. Und eigentlich nutze ich nur die Hashtags und das Markdown selber. So die ganzen anderen Sachen, so Graphen, Tabellen und so weiter, nutze ich eigentlich quasi gar nicht. Und das war es eigentlich auch schon. Also mehr nutze ich da jetzt nicht. Und es ist natürlich die Frage, was gibt es da noch für andere Alternativen? Und da wart ihr ja schon sehr, sehr fleißig. Ich habe jetzt tatsächlich nur den Linux als Live-Chat im Auge. Vielleicht müsst ihr da nochmal was ergänzen. Aber was ich jetzt sehe hier einmal, ist LogSec. Das ist das tatsächlich, was ich auch im Video morgen vorstelle. Und gefühlt hat sich das ein bisschen gemacht, sage ich mal, als ich es mir das letzte Mal angeschaut habe. Dann gibt es noch Joplin. Und, ja, ich glaube, das war es schon fast, ne? To-Do-Manager, ja, das geht schon fast zu weit, würde ich mal sagen, ja. Wir sollten vielleicht auch zwischen Task-Manager und Notizprogramme unterscheiden. Na, also ich würde sagen, wir unterhalten uns gerade eher mehr über Notizprogramme, würde ich mal sagen. To-Do-Listen hätten wir vielleicht. Task-Manager geht eh nichts über Task-Barrier für alle Konsolenfreunde. Ja, sehr cool, sehr cool. Findet ihr noch was in den Chats, was noch vorgeschlagen wird für Notizen?
Also es gibt einmal noch Sublime Text, also ein Texteditor. Und wie ich gerade auf der Seite sehe, es wird damit beworben, dass es auf der GPU rendern kann. Also das ist so eine Funktion, die ich bei einem reinen Texteditor irgendwie noch gar nicht so wirklich vermisst habe, dass ich da noch GPU-Beschleunigung brauche. Aber das scheint ein Highlighter zu sein. Und das liest wohl alle möglichen Dateiformate und zeigt die dann mit der Syntax, also farblich hervorgehoben, auch an. Also Aber unter so ähnlich wie 120 das macht. FPS geht da nichts, würde ich sagen. Nee, Also, also dann ruckelt das bei der Eingabe, ne? Also wenn du hier 250 Buchstaben pro Sekunde tippen kannst, ne, dann ruckelt das halt. Und das willst du nicht. Das willst du Nee, nicht. nee. Ganz Nee, klar, ganz wer will klar. das? Wer will das? Das will keiner. So ist es, ne? Was hast du noch mal? Was war dein zweiter Punkt noch mal? Ach so, mit dem Syntax-Highlighting, ne? Ja, Das da. genau. Ja, das kann ja Genau. jeder andere auch, ne? Also gut, Sublime Text ist da noch mal, ja, ist noch mal, ich Vielleicht sag ist das mal, besser. Also eine andere Sache. sagte mir vorher auch nichts darum, ist es bloß das, was jetzt so als erstes auf der Startseite draufsteht. Und Ja. ach nein, das ist neu. Das ist neu, aber Ja, also ja, Sublime kennt Text, ihr das? also Sublime nutzt beispielsweise auch die Linux-Mitentwickler. Die nutzen Sublime, das habe ich mal gelesen. Ja, also einfach ein Code-Editor am Ende, aber natürlich kann man sowas auch für Notizen verwenden. Aber Hauke, hast du jetzt selber eine Wissensdatenbank? Wo schreibst du denn dir deine Anleitungen auf bis jetzt? Weil auf Klebezetteln und Stift ja wahrscheinlich weniger. Das kommt darauf an, in welcher Art und Weise ich das verwenden will. Also vieles bereite ich ja so auf, dass ich das als Folien schon habe für die Videos, die ich mache. Und die Folien zeige ich dann im Video und dann versuche ich das so strukturiert da reinzubringen. Entweder ich mache das dann direkt dann, wenn ich es finde, oder sonst habe ich eine einfache Textdatei, wo ich Ideen erstmal sammle für so eine Folge. Und da verwende ich üblicherweise auch das Markdown-Format, dass das schon mal so grob vorformatiert ist, sodass ich das in meine Folien einfach übernehmen kann. Also muss ich natürlich noch ein bisschen Text drumherum blabbern und andere Dinge tun. Aber Markdown ist so das Format, was ich verwende, wenn ich das irgendwann mal halbwegs optisch ansprechend haben möchte. Ansonsten sind das reine Textdateien, wo es so grob Markdown drin ist, aber wo ich das dann vielleicht nicht unbedingt durchhalte, wenn es nicht grafisch als PDF vielleicht rausgerendert werden soll oder als Folien oder sonst irgendwas. Aber das sind schon reine Textdateien und die kriege ich dann mit so einem Grep sehr einfach durchsucht. Das mache ich auch häufiger. Oder andere Sachen sind dann HTML. Das kommt darauf an, was quasi meine Zielplattform ist, je nachdem. Aber das sind so oder so reine Textdateien, die so oder so strukturiert sind, dass ich sie auch wirklich durchsuchen kann und dass ich unabhängig bin von irgendeinem Programm. Also ich brauche keine Datenbank, ich brauche keinen Webserver dafür, es sind einfach Textdateien. Das ist ja das Coole, würde ich mal sagen. Ich denke, ich weiß nicht, wie Bookstack das speichert, aber ich gehe davon aus, dass Bookstack das ungefähr genauso macht. Oder hat Bookstack da nochmal ein eigenes Format, Micha? Nee, da hängt eine Datenbank dran. Ah, okay. Na gut. Also beispielsweise bei Obsidian ist es genauso, ne? Wie du, Hauke, das jetzt so beschrieben hast. Das sind ganz einfache Markdown-Dateien. Oder Logstack macht das genauso, wo das tatsächlich, wo man das ganz einfach dann so exportieren kann. Ja. Beziehungsweise, also nicht exportieren, da speichert das drin auch nativ und das ist dann eigentlich eine ganz schöne Sache. Aber tatsächlich, das heißt, du hast irgendwo ein Verzeichnis, was du wahrscheinlich nochmal per Git irgendwo hin synchronisierst, eventuell. Und das kannst du einfach mit grep durchsuchen, ganz normal in der Bash. Letztendlich ja. Also Ja, ich cool. mache das nicht über Git. Also ich habe Versionsverwaltung über meine Borg-Backup-Lösung dabei und das wird dann auch noch woanders gesynkt, sodass ich dann mehrere Kopien habe und auch von anderen Geräten darauf zugreifen kann. Also da habe ich so ein Sync-Thing hinter, was mir kleine Dateien relativ schnell synchronisieren kann. Das geht auch mit großen Dateien, dauert aber länger. Und das funktioniert wunderbar. Also von daher, ja, genau. Aber selbst wenn mir das alles abraucht, also das Backup nicht funktioniert und auch hier Synchronisation nicht funktioniert, dann habe ich diese Textdateien, die ich mit irgendwas öffnen und auch lesen kann. Und das ist mir extrem wichtig. Von daher mag ich solche Lösungen mit irgendwie Datenbanken und dann muss ich das Ding wieder aufsetzen, damit ich an meine Daten rankomme.
allein für so einen Panikfall. Also irgendwas funktioniert nicht und ich muss ganz schnell daran. Und wenn es dann darum geht, jetzt muss ich die Software noch aufsetzen und nein, jetzt kriege ich den Datenbankserver nicht zum Laufen. Hilfe, Hilfe, ich will doch bloß diese eine Datei lesen oder diese Information rauszulesen. Von daher habe ich es sehr gerne primitiv. Das ist für mich irgendwie so, da schlafe ich am wohlsten, am besten bei mit sowas. So primitiv wie möglich. Sehr cool. Also manchmal ist, also ich bin auch gerne so ein Minimalist, würde ich mal sagen, in solchen Sachen. Und ja, sehr schön tatsächlich, ne, dass du damit gut umgehst. Also bei mir wäre es, glaube ich, fast zu basic, weil ich nutze das am Tag 20 Mal vielleicht, ne? Also da mache ich wirklich alles. Ich schreibe Kundenjournale rein, Anleitungen, Videoskripte. Also jetzt auch das, was ich für heute vorbereitet habe, habe ich da jetzt auch einfach rausgehauen. Und ja, tatsächlich sehr cool. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich selber habe das komplett flach, sage ich mal, organisiert. Das heißt, manche haben da wirklich schöne Ordnerstrukturen, dies, jenes. Und ich mittlerweile bin dahin übergegangen, weil ich sowieso alles über die Suche finde, sage ich mal, dass ich gar keine Ordner oder sowas vergebe, sondern einfach nur drauf losschreibe, einen Titel gebe und wenn ich vielleicht noch gut drauf bin, sage ich mal, und der Mond richtig steht, einen Hashtag vergebe. Das mache ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Also beispielsweise eine Videoanleitung hat einen Hashtag, meine Kunden haben einen Hashtag und so weiter, ne? Dass ich das so ganz grob kategorisiere. Aber der Rest ist ganz einfach komplett flach, ganz, ganz viele Dateien in einem Ordner und die durchsuche ich tatsächlich nur. Damit spare ich gefühlt etwas Zeit und muss mir keine Gedanken machen, wo tue ich das jetzt hin, wie kategorisiere ich das jetzt über. Ich weiß nicht, wie geht dir das vor allen Dingen, Micha, weil du ja quasi genau das Gegenteil hast, dass du es eigentlich schon schön sortiert immer hast. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Kommt Ja, auf das also Bücherregal an. so ist es halt bei mir. Bei mir ist es wirklich so aufgebaut, ich muss mich mal kurz einloggen, dass ich wirklich, natürlich lockt er mich immer aus, wirklich meine Regale habe. Da ist ein Regal Doku drin, da ist ein Regal Projekte drin, da ist nochmal ein extra Regal für Shell-Skripte drin. Meine WordPress-Artikel sind da alle, die ich auf dem Blog habe, nochmal gebackupt, beziehungsweise dort verfasse ich die zuerst, um sie dann online zu stellen. Und dann habe ich noch mal so ein allgemeines Wiki. Und mit diesen sechs Regalen kriege ich eigentlich alles relativ gut abgedeckt, sage ich mal. Ja, wenn es so funktioniert, ne, dann ist das. Für alle, die jetzt aufgepasst haben, ich habe nur fünf benannt. Ich habe noch eins mit RetroPie, fragt mich nicht warum. Das muss ich mal wegsortieren. Das macht in der Regalauflistung gar keinen Sinn. Aber auch eines der wichtigsten, sage ich mal. Also von daher. Na, inzwischen gar nicht mehr. Ich bin ja gar nicht mehr bei RetroPie. Ich habe es gar nicht mehr im Einsatz. Ja, gut, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Sehr cool. Haben wir noch was? Also ich habe noch zwei Sachen gesehen. Einmal Anytype als Notion-Alternative. Und R-Note habe ich noch gesehen. Das finde R-Note, ich. also R-Note in Ja, Rust genau. geschrieben. Genau, Genau. das finde ich sehr interessant von dem, was man da so sieht. Ja, ich muss sagen, ich habe die Anytype-Seite, sorry, mal aufgemacht. Die sieht schon sehr nach 2040 aus, gefühlt von einem Webseitendesign. Also komplett unserer Zeit voraus. Daran muss man sich echt ein bisschen gewöhnen. Aber ja, probiere ich mal aus. Sieht natürlich erstmal auf den ersten Schritt gar nicht so schlecht aus. Gibt es auch als App-Image. Und ich habe das Gefühl, App-Image wird auch immer moderner tatsächlich, beziehungsweise immer verbreiteter. Also ich habe nach ganz vielen Alternativen gesucht. Beispielsweise Logseq gibt es auch nur, also hauptsächlich als App-Image standardmäßig und viele, viele weitere Anwendungen mittlerweile auch. Ne? Ich glaube, Obsidian auch habe ich mittlerweile als App-Image, weil das Flatpak mich aufgeregt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass App-Images sich doch irgendwie in der Hinsicht so ein bisschen durchsetzen. Aber ich glaube, ich möchte jetzt nicht zu sehr das Thema da zerstreuen, sage ich mal. Nix Macht ja Notes, nichts. naja. Ob es die Was? Nix Nix Notes Notes? wirklich gibt, naja. Ah, Nix Notes. Aber wahrscheinlich gibt es das, ne? Ja. Du kannst immer gerne Links reinstellen hier auf Linux Let's Live, das geht. Nee, aber das wäre es eigentlich zu den Notizen, ne? Und da schreibt auch schon jemand direkt die Überleitung tatsächlich, ne? Was man tatsächlich auch noch mit reinnehmen könnte, was tatsächlich ich auch mir angeschaut habe heute sogar.
Und ich weiß nicht, sagt euch beiden Notion was? Oder sagt den Zuschauern Notion was? Also mir jetzt nicht. Bestimmt jetzt mal gehört, aber ich kenn's gar nicht. Also Notion ist, es soll die eierlegende Wollmilchsau in der Organisation, in der Wissenssammlung und so weiter sein. Also Notion können wir uns vorstellen wie Obsidian beispielsweise oder dein Bookstack, genau. Zusätzlich aber mit Datenbankenfunktionen. Das heißt, du kannst dann verschiedene Datenbanktabellen erstellen und die dann in verschiedenen Ansichten dann haben und dann das auch nochmal eventuell so ein bisschen, glaube ich, automatisieren mit verschiedenen Notion Add-ons, sage ich jetzt einfach mal. Und dann kannst du da halt sehr, sehr coole, ich sag mal, Workflows erstellen. Und mittlerweile gibt es einen ganzen Notion-Markt dazu. Also das ist eigentlich sehr, sehr weit verbreitet mittlerweile, wo du dann auch eigene Templates kaufen kannst tatsächlich, wo sich Leute wirklich wochenlang teilweise Gedanken gemacht haben, wie können wir das, diesen Workflow am besten integrieren. Und dann verkaufen die das auch teilweise für gar nicht so wenig Geld. Und das ist natürlich erstmal ja, eine coole Sache, dass sich da sowas gebildet hat, sage ich mal. Ja, und sowas kennen wir, also haben wir nicht, ich sag mal, in einer Vollständigkeit auf Linux. Wer es jetzt aber immer mal wieder probiert, ist beispielsweise auch AppFlowly. Flowy heißt es. AppFlowly.io. Ich muss sagen, ich muss das auch erstmal googeln. Ich habe das auch erst heute entdeckt, als ich für das Video recherchiert habe. Ist am Ende quasi sowas wie Notion, allerdings noch sehr beschränkt. Also du kannst Datenbanken erstellen, solche Tabellen kannst du in verschiedenen Views auch haben, also auch in der Kalenderansicht beispielsweise. Aber ja, eine richtige Notion-Alternative ist es jetzt mal nicht. Ich würde sagen, wenn du wirklich eine Notion-Alternative haben möchtest, dann nutze ich beispielsweise auf der Wissensdatenbank-Seite einmal meinen Obsidian. Und, oder ne, dieses Logstack, also das ist wirklich besser, als ich am Anfang mir das mal angeschaut habe. Und NocoDB, das habe ich sogar auch schon mal vorgestellt in einem Livestream auf Linux Guides. Ne? Haben wir uns auch mal NocoDB angeschaut. Und die haben seitdem auch echt coole Updates rausgebracht. Also da hat sich einiges verändert mittlerweile wieder. Und genau, da hast du eigentlich genau diese Datenbankfunktion, wie du sie haben möchtest. Kannst Formulare erstellen, dass denn sich da jemand eintragen kann, kannst es miteinander verknüpfen, kannst es sogar mit einer Python-API beispielsweise anbinden und REST-API-mäßig und da funktioniert eigentlich alles. Und das ist tatsächlich ziemlich cool. Das hat dann aber, also NocoDB hat dann aber eine Datenbank dahinter. Aber die kannst du auswählen. Ich glaube, du kannst MySQL auswählen, Postgres und noch irgendwas, glaube ich. Ne? Ich glaube, sogar irgendwelche Google- oder Amazon-Dinger, meine ich. Und das ist tatsächlich eigentlich auch, ich sag mal, eine ganz potente Alternative zu Notion, würde ich mal sagen, in dem Bereich. Aber manchmal habe ich das Gefühl, mit den ganzen Tools verkompliziert man auch manche Workflows, beziehungsweise sie geben einem manchmal so viele Möglichkeiten, dass ein einfacher Zettel mit einem Stift fast sinnvoller ist, als jetzt da nochmal drei verschiedene Projektboards anzuschreiben. Von daher, ich glaube, diese Funktionen, die uns da gegeben werden, die sind wirklich teilweise sehr, sehr vielfältig, aber natürlich auch genauso die Qual der Wahl. Ne? Ich erinnere an die Wahl der Linux-Distribution. Fast genauso fühlt man sich da. Nicht ganz so schlimm, aber nein, Spaß beiseite. Habt ihr dazu noch einen Kommentar oder habe ich euch jetzt einfach mit einem Schwall ins Nirvana befördert? Ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich alles damit schon abgedeckt, oder? Also ja. so gegenteilige Positionen haben wir damit und weiß ich nicht, haben wir noch irgendwas ausgelassen? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, sehr cool. NixNote ist tatsächlich ein freies Overlay für Evernote. Also um das in Linux zu nutzen. Also soll es anscheinend wirklich geben. Ich habe es am Anfang für einen Scherz gehalten, weil ganz ehrlich. Dachte ich auch, wegen Nix, das haben wir ja häufiger mal aufgrund von einer Sendung, die wir zu einer Distribution mal gemacht haben. Aber soweit ich das gesehen habe, ist die letzte Aktualisierung von vor 6, 7 Jahren da gewesen, also 2017 oder so. Ich weiß es nicht, ob das noch weiterentwickelt wird. Also sagt noch jetzt so aktuell. Auf den ersten Blick. Also für manche Welten ist es super aktuell, ja. Reicht, ne?
Ist noch im Windows XP-Support-Zeitraum. Passt. Glück gehabt, Glück gehabt. Stimmt, 2017 wurde das letzte jedenfalls auf GitHub veröffentlicht oder committed. Das ist natürlich ein bisschen. Und die Seite gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Na, dann würde ich mal sagen, das war wohl nix. So. Ach so, sorry, dachte ich was ganz Tolles jetzt, aber nein, das war wohl denn doch nix. War einfach nix. Ich mach nix, Witze schreibt da. Aber es gibt's wirklich. Aber ist schon, gibt's schon nicht mehr seit 6 Jahren. Okay, sehr cool. Kennt ihr die Webseite noteapps.info? Ziemlich cool gemacht, um sowas zu vergleichen, schreibt jemand. Das ist natürlich auch cool. Da kann man dann seine Note-Taking-App nehmen. Ui, da gibt es ganz, ganz viele. Ich lese die nicht alle vor, das sind 20, 25 Stück. Das ist halt richtig verrückt. Da ist wirklich mal alles drin. Na? OneNote, Standard Notes, Super Notes, Tasker8, Things, Craft, Apple Notes natürlich. Ne? Nicht zu verwenden mit Ample Note. Mal sehen, wann Extreme Notes kommt oder GX Notes. Es muss sich ja Notes nur 3000 XL. Genau. Plus. Pro. Genau, ja, das fehlt noch. Das stimmt. Das wäre noch was für den 1. April, oder? Wissensdatenbanken mit Flausch. Und diesmal mit Nix Notes auf Hannah Montana. Da funktioniert das nämlich. Ja, da funktioniert das sehr gut. Da funktioniert das. Wähl die Open Source aus, dann bleiben dir nicht mehr viele übrig. Ach ja, kann man da irgendwo Open Source sagen? Pick a Feature. Ach du Scheiße. Das sind noch viel, viel mehr Features. Das sind, glaube ich, 200 Features. Jetzt mal ganz grob überschlagen. Okay. Das willst du nicht. Das willst also du kann man es dann durchaus sehr fein granuliert vergleichen, wenn man das möchte. Sehr fein natürlich. Sehr fein. Nimbus 2000 Notes, ja. Schneller geht nicht. Ja. Ja, absolut. Die Nimbus 2000 Notes, damit findest du alles. Ne? Ja. Okay, sorry. So, dann würde ich sagen, geht es weiter, oder? Wir sind jetzt ganz, ganz lange bei den Notizen hängen geblieben, aber ist, denke ich, auch gerade schon so ein sehr populäres Thema, würde ich mal sagen. Also alle 2-3 Tage gibt es irgendeine neue App, die genau das Gleiche versucht irgendwie. Erinnert mich an die JavaScript-Frameworks oder eben an Linux. Ne? Gerade, weil es ja auch so essentiell wichtig in der Businesswelt ist, irgendwo Dokumentation für egal was, ob es jetzt Projekte oder ähnliches an einem Ort für ein gewisses Team zu dokumentieren und sich austauschen zu können. Und damit haben wir, denke ich mal, auch einen wunderbaren Übergang zu Alternativen zu Teams und Slack gefunden. Besser hätte ich es nicht machen können, ich sag's dir. Ne? Deswegen bist doch du der Moderator und nicht wir. Ja, manchmal mache ich das. Ja, Alternativen zu Teams und Slack und Co. Ne? Da gibt es verschiedene Sachen. Mattermost beispielsweise. Als ich muss sagen, ich Chat-Alternative musst du vielleicht auch angeben. Wobei, du kannst da auch Calls, glaube ich, drin machen mittlerweile. In dem Mattermost. Ist wie bei Rocket Chat, du tust quasi Drittsoftware quasi miteinander verknüpfen. Direkt in Mattermost selber ist es, glaube ich, noch nicht implementiert. Aber ich habe mir jetzt auch drei Jahre Mattermost nicht mehr angeguckt. Es kann sein, dass es inzwischen nativ drin ist, aber ich glaube nicht, dass es so umgesetzt haben. Ich denke mal eher, die werden sich irgendwo eine Erweiterung für Jitsi und oder BigBlueButton geholt haben. Ja, also da gibt es auf jeden Fall solche Sachen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Mattermost am Anfang in meinem Linux-Arbeitsplatz-Konzept gehabt, allerdings dann rausgeschmissen, weil die da lizenztechnisch nicht ganz so cool drauf sind. Also beispielsweise, wenn du die LDAP-Anbindung nutzen möchtest fürs zentrale Nutzermanagement, dann gibt es es nicht in der Community-Version. Und damit ist es dann bei mir letztendlich rausgeflogen, tatsächlich. Von daher, ja, Mattermost gibt es einmal, ne, für, ich glaube, wenn du das ganz normal so ganz wenig nutzen möchtest, dann geht das, glaube ich, schon noch ganz okay. Ich glaube, du kannst auch nur eine Marktplatz-App, glaube ich, aktivieren oder sowas. Das war auch eine ganz komische Beschränkung. Und so richtig frei hat sich das nicht angefühlt, würde ich sagen. Auch wenn es erstmal auf dem Papier Open Source ist,
Aber Open Source ist ja auch nicht gleich Open Source. Ne? Kann man auch nochmal eine ganze Folge machen drüber. Es scheint übrigens, ich habe nebenbei nochmal kurz mir die Seite und die Features angeguckt, es scheint inzwischen nativ drin zu sein. Group Calls with Screen Shares. Also scheint den Schritt weitergegangen zu sein. Denke ich mir natürlich auch, warum macht man sich die Arbeit? Aber gut. Ja, ja, absolut. Aber Janni, also das ist jetzt wahrscheinlich mit drin, ja. Discord, Zoom schreibt ihr. Ne? Dann aber natürlich, also die sind jetzt nicht Open Source, oder, aber auch für Linux könnte man sie nutzen, ganz klar. Ja. Teams kann man auch unter Linux nutzen, Slack auch. Ne? Das ist jetzt vielleicht hier so die Sache. Gibt es denn noch die Discord-Alternative Riot Chat? Das war das noch mal ist, so ein. Das frühere Element gewesen. Nee, das meine ich nicht. Ich müsste noch mal gucken, wie es hieß. Es gab mal eine Alternative zu Discord sogar selbst gehostet. In Rust geschrieben oder sowas. War das nicht so? Das war quasi Discord 1:1. Das war auch erstmal nicht schlecht umgesetzt, aber es war halt wirklich nur 1:1 Discord. Ich glaube, es hat keiner benutzt. Revolt-Chat heißt das. Revolt. Gibt es noch? Und wie viel Zuspruch hat das? Also die Webseite ist noch da. Ist ja schon mal gut. Also ist sicher eine tolle App, ganz klar. Download vom FlatHub. Vom FlatHub bekommt man es auf jeden Fall. Und die letzte Version ist über ein Jahr her. Auf dem FlatHub auf jeden Fall. Naja, das letzte Git-Release ist auch vom 3. September 2022. Das ist quasi mit so einem gewissen Vorsicht zu genießen. Also wird sicher super schön sein und super toll, aber es ist halt einfach, ja, also es löst keine neuen Probleme in der Hinsicht, wenn ich das mal so viel sagen möchte, weil es gibt schon so viele Wettbewerber, beispielsweise Matrix und Element, ne, ist auch ein ganz, ganz großer Wettbewerber, wobei ich im Unternehmensumfeld das, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt nutzen würde. Vor allen Dingen, ich glaube, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist zwar cool, aber im Unternehmensumfeld kann es, glaube ich, zu mehr Problemen führen, als dass es dir wirklich was hilft, wenn du innerhalb des Unternehmens bleibst. Die fällt dir auf die Füße, sobald du Geräte im Unternehmen wechselst und diese Schlüsselaustauschgeschichte nicht so ganz funktioniert und du dann alte Messages einfach nicht mehr oder alte Nachrichten nicht mehr lesen kannst. Das ist im Unternehmen dann echt bitter. Genau, also von daher ist das, würde ich sagen, jetzt so für den privaten Gebrauch nicht schlecht. Ich habe ja Element auch, wir haben ja Element für die Tux-Tage auch, ihr ja auch für die Keylogs, ne, Hauke? Ja, genau, haben wir auch, ja. Aber auch mit den Problemen, die schon angesprochen wurden. Also bei mir läuft es relativ gut, aber die Sachen mit den Schlüsseln, das haben mir andere jetzt auch gesagt, dass es hin und wieder sich mal verhakt oder dass eigentlich gelesene Nachrichten immer noch als ungelesen angezeigt werden und dass man die relativ schlecht dazu, also so abhaken kann, dass sie nicht mehr als ungelesen markiert werden. Also das, also ein paar blöde Sachen sind da schon drin. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich. Ne? Aber Also wahrscheinlich kann man über die anderen Sachen genauso jammern an der und der Stelle, aber ich kenne die nicht. Ich kenne jetzt bloß Matrix Aktuelles und die anderen werden genauso Probleme an anderen Stellen haben, denke ich mal. Matrix hat halt schon das coole Feature, dass es schon mittlerweile sehr weit verbreitet ist und du mit einem Matrix-Client in zig Servern sein kannst. Und das geht eigentlich jetzt beispielsweise mit MetaMost nicht so einfach oder was der Konkurrent ist, wen wir dann tatsächlich bis jetzt auch ausgewählt haben, ist RocketChat für den Linux-Arbeitsplatz. Ist quasi genau das gleiche wie MetaMost, also die sind gefühlt 1:1, erstmal vom Aussehen her, von der grundlegenden Funktionsweise auch, aber halt eben tatsächlich nur für einen Server dann spezifisch. Ne? Also kannst du dann für ein Unternehmen dann nutzen, ist halt quasi genau wie Slack, sage ich mal. Ne? Und du kannst in der freien Variante bis zu 5 App Store-Apps installieren. Schau. Wobei, wir haben tatsächlich gar keine App Store-App irgendwie mit drin. Also das nutzen wir eigentlich bis jetzt nicht so in irgendeiner Form. Na, was ich empfehlen kann, ist dieses Umfrage-App. Dass du einfach eine ganz einfache Poll machen kannst im Chat. Das ist schon viel wert. Aber das ist auch die einzige App, die ich zum Beispiel irgendwo im Einsatz habe. Okay, ja. Das kann sehr gut sein.
Also an diese 5 Apps ranzukommen, ist schon, weiß ich nicht. Also da muss man sehr viel Spielekind sein und dann vergessen, hinter sich aufzuräumen, dass man diese Grenze erreicht. Ja. Was nutzt ihr sonst noch zur Kommunikation? Einfach auf eurem Rechner selber, wenn ich euch mal fragen darf. Also viel ist Nextcloud, also Nextcloud Talk. Also alles, was irgendwie so mit Videokonferenzen ist, also ja überwiegend kleinere Gruppen oder 1:1. Dafür ist es eigentlich ganz praktisch, als ist das standardmäßig sogar mit dabei. Ne? Also es ist jetzt kein Add-on richtig, oder so, was man richtig installieren müsste. Also es fällt so aus der Tüte und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wow. Sehr cool. Ich beispielsweise nutze Nextcloud Talks gar nicht. Also außer ich bin halt mit Hauke unterwegs. Dann habe ich immer Nextcloud Talks, aber ich glaube, du bist auch der Einzige, mit dem ich über Nextcloud Talks rede. Wie geht's dir denn, Micha? Zum Anfang von dieser Corona-Geschichte haben wir es in der Firma genutzt, weil es A da war, die Nextcloud, und nötig war. Und dann haben wir auch irgendwann auf Rocket Chat und Jitsi umgestellt, weil es einfach besser funktioniert hat für uns, sagen wir es mal so. Und so privat so gut wie gar kein Nextcloud Talk. Aus meiner eigenen habe ich es eh rausgeschmissen, weil ich es nicht brauche. Aber dafür habe ich in meiner eigenen die Element-Erweiterung drin. Ich habe meinen Element-Client quasi in der Nextcloud. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist natürlich cool, absolut, ja. Also ich nutze tatsächlich dann auch noch Jitsi. Also ich nutze Jitsi gefühlt 10-mal am Tag teilweise. So für Meetings und Kurse und manchmal auch den Support. Wenn die Fernwartungssoftware nicht funktioniert, dann diktiere ich einmal eine relativ kurze Adresse und dann können die wenigstens die Bildschirmübertragung anmachen. Und dann sehe ich schon mal den Bildschirm. Ne? Nee, aber tatsächlich, ja, Rocket Chat und Jitsi ist jetzt tatsächlich auch so die Wahl, die ich bis jetzt immer wähle. Rocket Chat nutzen wir beispielsweise auch bei den Tux-Tagen immer einmal im Jahr dann halt eben für die Kommunikation intern. Das ist relativ einfach, sage ich mal, super schnell, hat genau die Features, die wir brauchen und ist dann doch nochmal ein bisschen einfacher zu administrieren als jetzt 5 Matrix-Räume, sage ich mal. Ne? Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, und damit sind wir eigentlich mit Teams und Slack schon fast durch, würde ich sagen, oder? Big Blue Button haben wir, glaube ich, schon mal angeschnitten als Jitsi-Alternative, glaube ich. Big Blue Button ist vor allen Dingen für Vorlesungen oder Schulklassen sehr, sehr gut, weil das sehr gut darauf optimiert ist, dass einer sendet und ganz viele zuhören. Ne, das ist Jitsi beispielsweise nicht so stark. Bei Jitsi hört es bei 25 bis 30 Leuten langsam, könnte es schwieriger werden. Und also so in der Standardfassung, da kann man auch noch mal ein bisschen was optimieren, glaube ich. Aber so bei Big Blue Button, das kann schon auch noch mal in die mehrere hundert gehen. Du brauchst da auch vielleicht noch mal ein paar Optimierungen, aber das ist so schon ein bisschen einfacher gestrickt in dieser Hinsicht. Dafür finde ich das Onboarding bei Big Blue Button sehr nervig. Weil du brauchst erstmal 15 Sekunden ungefähr, bis du in diesem Meeting bist. Und das geht bei Jitsi so ein bisschen schneller, finde ich. Weil du gibst erstmal deinen Namen ein, in Anführungszeichen, und checkst dann nochmal separat das Mikro, wählst dann aus, ob du dich selber hören kannst, die sehen es, und dann musst du erst dem Audio beitreten manchmal noch. Und das sind nochmal 3-4 extra Schritte, die für mich, wo ich sage, deswegen habe ich mich von Big Blue Button eigentlich so ein bisschen entfernt. Also ich nutze es manchmal auch zu Meetings, wenn ich irgendwo eingeladen werde, aber so selber nutze ich es eigentlich nicht. Ja, weil ich glaube, Big Blue Button war das nicht auch das Ding, was noch ein Ubuntu 18.04 oder 16.04 ganz lange Zeit gebraucht hat und darauf relied war. Ich glaube, mittlerweile nicht mehr, aber... Gute Frage, naja. Was es jetzt voraussetzt. Aber die waren relativ lange, also sie sind immer so halb haarscharf an der Ablauffrist von der jeweiligen Ubuntu-Version längst geschabt. Also das war auch nicht schön. Ja, und das hat sehr viele Abhängigkeiten zu einzelnen Komponenten und da kommen dann irgendwie zusätzliche Quellen, die dann noch mit eingebunden werden. Und ja, es ist nicht schön, wenn man unter die Haube guckt, sagen wir es mal so. Big Blue Button benötigt aktuell Ubuntu 20.04.
Ja, okay, gut, dann sind ja noch 2 Jahre nach. Ja. Ein bisschen Zeit haben sie dementsprechend. Ja. Bisschen durchatmen. Aber nur ein bisschen. Ja. Nur ein bisschen. Aber nur im Linux-Kernel 5. irgendwas. Nicht kein 6er Linux-Kernel. Jedenfalls haben sie das geschrieben. Echt? Was? Nee, Minimum Echt? Server Requirements. Also Minimum. Also wahrscheinlich geht es. Ja. 16 GB auf Memory hier, also 16 GB RAM, das ist auch schon relativ viel. Also die Anforderungen, das kommt darauf an, wie viele Leute du ja da drin hast und wie viele gleichzeitig zugucken und sonst irgendwas. Also die haben ja eine Menge gemacht. Also als das anfing mit Corona und so oder ja auch davor war es ja, also hat es sehr schlecht skaliert auch. Hm. Da haben die ja von den Chemnitzer Linux-Tagen das selbst so ein bisschen modifiziert, damit die überhaupt damit hinkamen bei ihren Zuschauerzahlen. Und diese Tricks, die sind ja auch dann in das Offizielle übernommen worden in der einen oder anderen Form, sodass es vorher war es limitiert auf einen Kern, dass eine Hauptkomponente immer bloß auf einem Kern lief. Egal, die schnellste CPU hat irgendwo seine Grenzen auch. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, 16 Kerne hat, gibt ein Einzelner das vor. Wenn der ausgelastet ist, dann fängt das an zu stottern. Und das haben sie denn irgendwann hingekriegt, dass sich das besser skalieren lässt auf mehr Kerne und überhaupt alles. Also da haben sie schon eine ganze Menge gemacht, dass es einfach besser läuft mit viel, viel mehr Zuschauern als vorher. Ja, sie sagen auch High Single Thread Performance. Und was wir tatsächlich in Deutschland ja überall haben, sind die 250 Mbit pro Sekunde symmetrisch Geschwindigkeit. Ne? Ja. Also das kannst du natürlich im Rechencenter kannst du es betreiben, ansonsten nicht. Ich habe beispielsweise auch eine Jitsi-Instanz oder auch mehrere, die ich betreue, die laufen auf den Heimservern und das läuft tatsächlich erstaunlich gut. Also keine Probleme. Natürlich kannst du da keine Meetings jetzt mit 30, 50 Leuten machen. Aber so für 1 zu 1 bis, ich denke, 5 oder 10 Stück funktioniert das sogar auch noch relativ gut. Das hat mich verwundert. Und das finde ich schön. Ich bin nie auf die Idee gekommen, selber meinen Jitsi zu hosten. Zumindest ich zu Hause. Ich habe nur noch gehostete Jitsi-Versionen. Aha. Ganz viele. 3 Stück haben wir aktuell. Oder habe ich aktuell. Wir oder ich. Je nachdem. Eine Tuxtage-Instanz, die meine ich auch noch dazu. Ja, nee, aber tatsächlich, zumal ja dieses Online-Jitsi, dieses meet.jit.si mittlerweile eine Anmeldung verlangt, bin ich, gut, mich hat es nicht mehr erwischt. Ich habe das sowieso schon immer über die eigene Instanz dann laufen lassen, weil die Performance dann schon besser war im Rechenzentrum. Und genau, ja, nutzen tatsächlich auch manche Leute von mir, sage ich mal, auch regelmäßig als Meeting-Plattform und ich kann da wenig gegen was sagen. Mhm. Ja, dann ist ja gut, aber zu was du was sagen kannst, ist Trello. Das ist das nächste auf deiner Liste. Das sagt mir gar nichts. Trello ist ein Kanban-Board am Ende. Also Kanban-Boards sind diese, wenn ihr euch eine Pinnwand vorstellt, ihr habt verschiedene Spalten und habt verschiedene Karteikarten, die ihr da so hin und her schieben könnt. Das ist es eigentlich. Ne? Und Trello ist eigentlich ganz, ganz bekannt. Habe ich schon, ich glaube, vor 5 Jahren verwendet in verschiedenen Projekten. Wurde da eingeladen eben. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Aber ist es halt einfach von Atlassian gekauft. Ich weiß nicht, ob euch Atlassian was sagt. Und Atlassian gehört sich ja auch nochmal irgendjemandem. Die haben auch Jira, glaube ich, rausgebracht. Jira, genau. Confluence. Genau. Waren die nicht sogar noch teilweise sogar bei Slack mit drin? Die haben doch irgendwie. Da fragst du mich was. Ja, ja. Die kaufen aber sehr gerne. Ja, genau. Aber Atlassian gehört noch sich selber, ne, und hat einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar. Das ist schon ordentlich. Ja. Aber gut, also krass, die gehören sich noch selber. Die werden nicht so rumgereicht wie hier in SUSE oder sowas. Aber ja, jedenfalls, ja, in Trello. Und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Alternativen. Allerdings hat das echt lang gedauert, bis da überhaupt irgendwas Gescheites rauskam. Und also es gibt verschiedene andere Sachen. Also das Coole ist halt natürlich, dass es online ist und dass du das mit anderen teilen kannst. Du kannst Kommentare reinschreiben, Dateien anhängen, alles Mögliche. Und ich muss sagen, mittlerweile nutze ich auch für verschiedene Projekte dann Nextcloud Deck. Also einfach eine Nextcloud-App, die müsste auch standardmäßig installiert sein. Ist mit drin im normalen Nextcloud-Hub, ja.
Ich glaube, ne? Und ist eine Standard-App. Die ist super. Ja, okay. Die ist super auch von den Kommentaren her. Du kannst auch Dateien anhängen, du kannst Daten setzen, Tags setzen, alles, was du eigentlich bei Trello auch kannst. Und das ist eigentlich ziemlich potent, würde ich sagen. Und das nutze ich tatsächlich auch mittlerweile. Es gab auch ganz, ganz viele andere Alternativen. WKAN wäre nochmal eine ganz prominente. Ich muss sagen, ich habe mich mit WKAN aber tatsächlich nicht beschäftigt, weil es, glaube ich, für mich damals ein bisschen schwieriger aufzusetzen war. Und wenn ich mir WKAN auch so jetzt nochmal als Screenshot anschaue, sieht das jetzt noch nicht so super aus. Also es sieht okay aus, aber sieht ein bisschen eingestaubt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn ich ehrlich bin, sagen mir all diese ganzen Namen gar nichts. Ich weiß zwar, wozu es Ja. jetzt ist und ich nutze seit Anfang an Nextcloud Deck und brauche nichts anderes. Das ist sehr interessant. Absolut. Also ja, Nextcloud Deck, sage ich mal. Ne? Ansonsten bietet Jitsi nicht sogar gegenüber BigBlueButton die Möglichkeit zu Ende zu Verschlüsselung, also Ende zu Ende Verschlüsselung, schreibst du wieder. Das weiß ich nicht. Kann sein, muss aber nicht. Weiß ich nicht. Aber vielleicht kann ja von euch jemand mal nachschauen. Aber anscheinend, oder? You can turn on end-to-end encryption as long as you're using Jitsi Meet on a browser with support for insertable streams. Also geht's irgendwie. Kannst du irgendwie reinmachen. Genau, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kannst du einstellen. Ne? Ist in der Beta mal gewesen auf jeden Fall. Ich probiere es mal auf meiner eigenen Instanz, was schon drin ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass er das sogar kann. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sehe ich jetzt in meinem Fall doch Sicherheitsoptionen, ne? Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann man machen und funktioniert dann auch direkt. Muss man auch nichts eingeben oder sowas. Ist aber noch experimentell, schreiben sie. Also von daher, naja. Und Telefoneinwahl funktioniert nicht so gut, okay. Ja, aber braucht man's? Nein, ganz klar nicht. Geht auch nicht standardmäßig bei irgendeiner Instanz. Da muss man dann das natürlich noch mal ein bisschen weiter verbunden haben mit verschiedenen. Jetzt wird's aber interessant mit braucht man's und hat sich so etabliert. Du hast als nächstes Acrobat Pro drin zum PDF bearbeiten. Und du Das hast da ist eine, ja. Ja, du hast da ja was drin, was so nicht ganz so hundertprozentig funktioniert hast. Oder interpretiere ich das falsch? Tatsächlich. Also, ich muss sagen, wer von euch editiert regelmäßig PDF-Dateien? Beziehungsweise tut es nicht. Was Ja? machst du jetzt, oder Nicht. was möchtest du jetzt editieren, ist die Frage. Genau. Ja, also Nee, was habe ich von verstehst du ganz vielen. drunter? Wie ist deine Ja, Definition davon? editieren, also Text bearbeiten, Bild ein- auswechseln, sowas in die Richtung. Also schon wirklich, oder auch mal einen Text nur anpassen. Also dafür ist PDF ja überhaupt nicht das Format. Also Genau. PDF ist ja ein Endformat, da fehlen auch die Informationen drin, was zusammengehört, also sowas wie Blocksatz, also so ein Block mit Text, das ist, also ist es dafür nicht gedacht. Also es gibt Leute, die auf diese schlaue Idee gekommen sind, wir editieren da trotzdem mal drin rum und schicken uns hin und wieder, also handeditierte PDF-Dateien zu, aber eigentlich ist es ja Quatsch, dafür ist es nicht gedacht, Ist es ist ein absoluter Quatsch, Endformat. Ja, also aber nutzen so, viele. ja, also ganz einfache Sachen habe ich damit auch mal gemacht. Ich habe dann in der Rechnung was durchgestrichen oder weil ich das Produkt zurückgegeben habe, den Rest behalten habe, aber für die Steuer und so brauche ich das dann durchgeixt, ne? Ist nicht mehr relevant, sowas. Aber alle anderen Sachen, das, ja, weiß ich nicht. Funktioniert das? Also Jedenfalls halbwegs? es gibt welche, die es funktioniert super. Also du kannst natürlich, Okay. also Adobe Pro macht das anscheinend super. Es gibt den Master PDF Editor, den gibt es auch für Linux, der macht das auch super. Der kostet aber tatsächlich gar nicht so wenig, $70 pro Jahr oder sowas. Das ist schon ein bisschen was.
Aber das funktioniert dann ziemlich gut. Und ich nutze tatsächlich auch manchmal dann zum Text durchstreichen oder wenn ich dann nochmal irgendwas in der Rechnung anpassen möchte oder sowas, dann nutze ich auch dann diese PDF-Editierung. Mache ich vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt. Und dafür nutze ich dann LibreOffice Draw. Dafür reicht es. Aber wenn du LibreOffice Draw mit einem etwas anspruchsvolleren PDF-Dokument öffnest, beispielsweise eine Schriftart, die LibreOffice Draw nicht kennt, oder ein transparentes Bild. Vergiss es. Und dann verschiebt sich alles und dann kannst du es eigentlich vergessen. Also von daher, Open Source-mäßig bin ich immer noch auf der Suche nach einem gescheiten Programm, womit du PDF-Dateien editieren kannst. Wenn jemand von euch da Ideen hat, dann sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Ansonsten PDF ausfüllen, kommentieren und so weiter, absolut. Dafür nehme ich dann beispielsweise Xornal +++. Das finde ich super. Ich gucke gerade, ich habe letztens mal ein neues Softwareprojekt ausprobiert, was webbasiert ist und die eierlegende Wollmilchsau in der PDF-Bearbeitung ist, aber irgendwie in meinem Dashboard ist es rausgeflogen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie das hieß, Das habe ich ob mir ich auch es finde. angeschaut, ja. Aber also die essentiellen Sachen, also es kann alles Mögliche bis auf genau diesen Punkt, dass du gescheit eine PDF-Datei editieren kannst. Ansonsten kannst du es signieren, drehen, splitten, sowas, aber du kannst nicht die einzelnen Seiten richtig schön editieren. Aha, okay. Ja, Das ist, ich finde es nämlich gerade nicht. Ach, wenn ja. man. Ja, das war ganz groß, auch auf YouTube, auf verschiedenen Kanälen. Ich glaube, Semper Video hat da was dazu gemacht. Raspberry Pi Cloud, ich glaube, Ne, die der auch auch. von Irgendwie sowas. Apfelcast, der Daniel, da habe ich es her. Apfelcast. Ja. Ja. Aber ich komme auch nicht mehr auf den Namen und ich finde den hier auch nicht mehr. Ich habe nämlich auch ein paar tote Projekte in meinem Docker-Verzeichnis. Die müsste ich mal wegräumen, wegen der Übersicht halber. Ja. Ja, ich. Meine Tochter hat ihre Erstbewerbung in der Schule nur als PDF abgescheißert und war dann sauer auf mich, dass ich nicht verbessern konnte. Immer diese Unwissenden. Ja, Ja. so die Sache. Abgespeichert, abgespeichert. Ja. Sterling PDF. Nur mal nebenbei, ich habe es gerade gefunden. Ach, Ich muss da kam sagen, die ich habe es Frage mir angeschaut. von Atlantis Pegasus, genau. Sterling PDF. Ja. Und das kann nicht editieren? Ich Nee, habe es nicht also so weit jedenfalls nicht so, wie du es ausprobiert. willst. Ah, okay. Also ich habe es mir mal grob angeschaut, was das Ding kann und so dafür befunden, ja, weiß ich nicht, wozu man das brauchen sollte. Und vor allen Dingen funktioniert es dann irgendwie nur in der Cloud. Also kannst es hosten und dann, ja, also ich habe es mehr als umständlich empfunden, als wenn du einfach zwei gescheite Apps nutzt. Aber wer das natürlich braucht, kann das natürlich auch so gerne nutzen. Viele Wege führen nach Rom, bekanntermaßen. Bei Windows gab es PDF 24, ja. Ich habe auch für einen Kunden dann irgend so einen PDF-Editor installiert. Auf Bottles war das dann. Das funktioniert sogar halbwegs okay. Der hat das auch irgendwie für gezahlt. Und ja, klappt auch, ne? Aber so eine richtig tolle Open-Source-Software zum Bearbeiten von PDF-Dateien gibt es nicht. Und ich muss sagen, das finde ich schade von Draw, also generell von LibreOffice. Ja, so richtig. So richtig viel kommt da nicht hinterher. Also ich habe jetzt nebenbei mal geguckt, was hier Sterling PDF macht. Und ein Punkt dabei ist, dass es OCR auf PDFs macht. Und das hat mich daran erinnert, dass früher Abby Fine Reader, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die machen ja eigentlich Texterkennung. Also du scannst was ein und dann macht es Texterkennung drüber. Und als eine Funktion haben sie auch beworben, dass du das mit PDFs machen kannst und das dir denn diese OCR-Funktionalität Zusammenhänge wohl mehr oder weniger gut herausfindet, dieser Block gehört zusammen und das hier ist jetzt ein Bereich, wo ein Bild drin ist und sowas. Und das machen die da vielleicht bei dem Sterling auch, ne? OCR und PDF. Und das Das verwendet OCR MyPDF, ist stimmt. das nächste GitHub-Projekt, was ich auch nicht kenne. Ja. Ja. Wo Aber kommt das das ist denn auch, jetzt? es hört sich ganz blöd an, das ist auch nichts Besonderes. Ich glaube, Nextcloud kann das mittlerweile auch schon mit der entsprechenden Erweiterung. Oder ich nutze dafür NGX, Paperless NGX Ja, beispielsweise. Ne? aber die Also das. OCR-Erweiterung in der Nextcloud ist noch nicht so toll, erfahrungsgemäß. Okay. Wer weiß, vielleicht ist sie besser geworden. Die haben jetzt ganz viel mit KI reingebracht. Das kann sein. Und ja, aber jedenfalls generell, also dieses Sterling, da haben sie als Funktion angepriesen, wow, konvertiere einen DocX oder
PNG oder PowerPoint-File als PDF. Wow. Mhm. Na, oder sowas. Also das ist dann wirklich, ja, nicht der, genau der so. Der Genre verschwindet schon wieder in den Abgründen des Internets. Ist er. Ja. Das sowieso. Das sowieso. Ja. Das erinnert dich, dass du eigentlich gehen wolltest, bestimmt. Ich wollte eigentlich gesagt, gehen. Genau. 20.40 Uhr. Ich habe die Zeit gehen. Auch im Blick und es sind genau noch 10 Sekunden zur Zeit der Livestream-Aufnahme. Ja, plupp macht es dann. Dann macht es plupp und dann bin ich weg. Ne? Ja, aber irgendwie fängt schon wieder das Internet an zu spinnen. Na dann, aber hallo. Das ist doch praktisch. Dann kommen wir doch insgesamt zum Ende. Haben wir die Liste zwar nicht komplett abgearbeitet. Das ist okay. Das den Rest gibt's, weil die eh keiner gesehen erstens hat. Erstens das und den Rest gibt's. Guck das Video. So sieht's aus. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und ich glaube, ich bin tatsächlich schon mal so weg. Jo, gut. Das kannst du ja gerne machen. Macht gut, ich mache wieder die perfekte Ausleitung. Ne? Ciao, ciao. Ja. Ha. Diesmal habe ich sogar das hingekriegt, sein Element im OBS in dem Moment auszublenden. Diesmal gibt es auch keinen hässlichen grauen Kasten mehr. Sehr gut, sehr gut. Ja. Genau. Naja, manchmal läuft es halt nicht nach Plan. Nee, das stimmt. Aber ist so, macht ja nichts. Genau. Okay, okay. Ja, dementsprechend danke fürs dabei gewesen sein, sage ich mal. Wir hören und sehen uns dann spätestens wieder in 2 Wochen mit dem einen oder anderen interessanten Thema. Und ansonsten den Podcast gibt es dann überall da, wo es Podcasts gibt. Also nur auf Spotify und auf YouTube ist eigentlich auch. Den Spruch muss ich mir irgendwann mal kneifen. ja. Und ansonsten bei dir dann auf dem Kanal nochmal als Re-Upload. Genau, genau. Und auf dem Tuxtage-YouTube-Kanal nochmal als Re-Upload. Ja, genau. Also man kommt gar nicht dran vorbei, was natürlich auch total gelungen ist, aber kann man einfach mal so behaupten, auch wenn es gelungen ist. Irgendwo gibt es das denn schon und genau, ihr könnt es mit Bild sehen oder bloß den Ton genießen und genau, ja. Okay, ne? Ja, in dem Sinne, danke fürs dabei gewesen sein. Beim nächsten Mal danke einfach wieder dabei sein. Wieder und überhaupt. Ja, genau. Kein Problem. Und bis zum nächsten Mal einfach gesund bleiben, sage ich mal.